Das Juwel, das wir suchen, heißt das Herz der Vielen. Interessanter Name. Interessantes Juwel. Mir geht es allein darum, es dem Herzog wegzunehmen. Das Problem ist, das Herz ist in einer Schatzkammer, vermutlich hinter etlichen Fallen. Beschützt von einer Privatarmee aus orlesianischen Chevaliers. Und all das in einer nahezu uneinnehmbaren Festung. Nicht zu vergessen, dass sie auf einem Berg mitten im Nirgendwo liegt. Umgeben von Monstern. Bei Andrastes Tränen, Prosper, wann geht es denn endlich los? In diesem Moment. Nun denn, meine geschätzten Gäste, ihr alle kennt die Tradition, nicht wahr? Der Erste, der einen Wyvern findet und ihn erschlägt, erringt den Ruhm dieses Abends und verdient sich natürlich das Recht, damit zu prahlen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ein wundervoller Tag für eine Jagd, nicht wahr? Perfekt, um an der frischen Luft zu sein. Ah, der Champion von Kirkwall. Sie sind Ehrengäste. Bitte verzeiht, Gair. Ein höflicher Leibwächter ist ein Widerspruch in sich. Sagt man zumindest. Ein Chasend? Hier? Ah ja. Ihr stammt ja aus Ferelden, nicht wahr? Dann kennt ihr dieses Volk natürlich. Ich kenne auch die dunkle Brut, aber ich lasse mich von ihr normalerweise nicht anhauchen. Oh, er haucht alle Gäste an. Betrachtet es einfach als Erlaubnis, eintreten zu dürfen. Und wer ist dieses bezaubernde Geschöpf? Ihr schmeichelt mir, euer Gnaden. Und wie ich sehe, habt ihr euch Unterstützung mitgebracht, bereits bewaffnet und gerüstet, ausgezeichnet. Ich muss sagen, eure Anwesenheit überrascht mich. Als wir uns während des Banketts unterhielten, erschient ihr mir etwas, desinteressiert, als ich unsere Jagd erwähnte. Um ehrlich zu sein, ist das Aufspüren und Töten von Dingen eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ja, davon habe ich gehört. Jedenfalls möchte ich euch nicht weiter von der Jagd abhalten. Ihr wollt doch nicht hinter den anderen zurückfallen, nicht wahr? Je schneller wir zu den Feierlichkeiten kommen, desto glücklicher bin ich. Oh, dem kann ich nur zustimmen. Die Feierlichkeiten können gar nicht früh genug beginnen. Viel Glück, meine Dame. Und vergesst nicht, das Schicksal begünstigt die Kühnen. Ihr habt einen weiten Weg auf euch genommen, um unseren Herzog aufzusuchen, Sarah. Bitte verzeiht, aber ihr seht nicht aus wie eine Jägerin. Ein Wort der Warnung, da alles noch neu für euch ist. Wyvern spucken Gift und ihre Opfer durchleiden vor ihrem Tod schreckliche Qualen. Es wird zweifellos eine Herausforderung, aber ich bin mir sicher, sie ist es wert. Möge Andraste über euch wachen. Doch falls es euch nicht gelingt, jegliche Vergiftung zu vermeiden, gibt es auch andere Möglichkeiten der Behandlung. Ein Destillat aus Kräutern, zu gleichen Teilen Drachenader, Andrastes Mantel und Winterbeere, kann das Gift neutralisieren. Möge das Glück des Erbauers eure Jagd segnen. Gebt auf euch Acht, Sarah. Ich bitte Ausrüstung aus dem Bestand des Herzogs Pert. Ich fürchte, ich kann euch nicht helfen. Das ist also das Jagdrevier. Wie sollen wir denn jetzt vorgehen? Mit Stöcken auf die Büsche einschlagen? Wir müssen einfach auf Spuren achten und vorsichtig sein. Wenn wir hiermit fertig sind, kommen wir in die Festung. Und dort befindet sich das Juwel? Dort befindet sich das Juwel. Ich
Das war erfrischend, aber vermutlich noch nicht der Höhepunkt dieser Jagd. Ob sich Drachen und Wyvern wohl gegenseitig dulden? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wenn wir also ein Stück davon an der richtigen Stelle ablegen, könnten wir einen Wyvern rauslocken, damit er sein Territorium verteidigt? Gute Idee. Mach das.